Okay, Senjana ist wieder tot. Und ansonsten sind wir hier noch nicht unbedingt weiter. Bandit. Wo ist denn Emilio? Ich weiß überhaupt nicht, wo Emilio sein soll. Das ist nicht Emilio. Das ist ein Bandit. Ah. Okay, mit Fist können wir auch nichts mehr machen. Hier interessiert sich keiner für, ob ich hier rein oder rausgehe. Okay. Oh, hier ist eine Truhe. Hinten in der Ecke noch. Ah, noch eine Truhe, okay. Zweimal links, dreimal links, viermal links. Ah, eins, zwei, drei, vier, rechts. Ah, zwei, drei, vier, ein rechts, wieder links. Ah, Degen und ein paar Dietriche. Sehr schön. Bandit, Esteban. Was sagt Esteban dazu, dass ich den Kerl umgelegt habe? Nee, noch nichts. Okay. Ah, da ist nichts Interessantes. Der soll mir nichts von Pflicht Wo erzählen. zum Teufel ist dieser Emilio? Mich fragt ja keiner. Ich werde mich dann nicht Na, okay, hier waren wir schon. Hätte doch besser wissen müssen. Bandit, noch ein Bandit. Das habe ich früher auch immer gesagt. Der gute Paul, der niemandem was getan hat. Okay, da geht's auch nicht weiter. Wo zum Teufel ist Emilio? Grüner Novize-Typ, Fortuno. Grün. Grüner Novize. Ich kann ihn nicht finden. Egal. Lenner. Wegen des Attentats auf Esteban. Ah. Ja. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Klar. Ich werde es dir sagen. Bestimmt steckt dieser Emilio dahinter. Er ist immer wie ein Bescheuerter in die Mine gerannt. Er hat geschürft, was das Zeug hält. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er auf seiner Bank und rührt sich nicht mehr weg. Ist ja klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban den roten Stein abholen. Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. So. Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was weiß ich? Vielleicht hat er einen Kumpel in der Mine, der dann Estebans Platz einnehmen würde. Ja, das würde Sinn machen. So, wo ist Emilio denn? Ist das, ach, das ist er hier vorne, oder nicht? Ja, klar, ach, ich bin Idiot. Klar, ich rede die ganze Zeit mit ihm. Was weißt du über das Attentat? Gar nichts. Oh, du lügst, mein Freund. Lena hat mir ein bisschen was über dich erzählt. Lena? Der Typ ist ein Idiot. Das musst du doch gemerkt haben. Er sagt, du warst nicht mehr in der Mine, seit das Attentat passiert ist. Ich weiß nichts. Hilf mir, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Nein, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn einem Idioten wie Lenner auffällt, dass du dich merkwürdig verhältst, kann es nicht mehr lange dauern, bis auch Esteban dahinter kommt. Scheiße, ich sag dir nur einen Namen, mehr nicht. Ich höre. Huno, geh zu Huno. Er muss was über die Sache wissen. Aha. Ich bin ja mal gespannt, wo das jetzt noch hinführt. Der gute Huno. Bitte lass es nicht Huno sein. Das Einzige, der mir hier eine vernünftige Rüstung, halbwegs vernünftige Rüstung verkaufen will. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. So? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was über das Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten. Natürlich. Was? Vielleicht sollte ich mich auch mal mit ihm unterhalten. Ich bin mir Och. sicher, danach behauptet er genau das Gegenteil.
Jetzt hör mal zu. Du bewegst jetzt deinen Arsch hier weg, bevor ich mich vergesse. Huno? Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. Schon wieder? Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was übers Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Vielleicht sollte ich mich auch mal mit ihm unterhalten. Ich bin mir sicher, da... Jetzt hör mal zu. Ja. Mal schauen. Was sagt Paul denn? Huno wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Ich weiß nichts darüber. Okay, die beiden haben auch nichts damit zu tun. Hey, du. Hey, du. Wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Ich will mit den Typen reden. So? Und was willst du von ihm? Ich will Esteban umlegen und suche einen Verbündeten. Ich will Esteban umlegen und suche einen Verbündeten. Damit will ich nichts zu tun haben. Scheiße. Hey, du. Nochmal wegen des Attentats. Lass mich bloß in Ruhe mit der Scheiße. Hab ich's mir möglicherweise gerade versaut? Ich habe so etwas keine Zeit. Bevor ich mit Esteban rede, rede ich lieber nochmal mit Fisk. Ah, mit dem kann ich nur handeln, okay. Das liegt doch auf der Hand. Der muss einfach mehr trainieren. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch anderes. Komm, ja, okay. Dann nichts Interessantes. Das war keine große Sache. Wer erzählt denn sowas? Hey. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Du hast einen von Estebans Leuten observiert. Richtig. Der Mann, den du suchst, wird glauben, du stehst auf seiner Seite. Aber er wird sich dir nicht einfach so zu erkennen geben. Du musst schon noch mehr rausfinden. Wusste ich's doch. Eben. Ja, okay, schade. Ich habe eigentlich angenommen, er würde mir jetzt irgendwas sagen, weil ich eben mit Finn gesprochen habe. Grün. Grüner Novize, okay, nein. Ich habe da ein paar Dinge über dich... Schon wieder? Emilio hat deinen Namen ausge... Du hast dich ein bisschen... Vielleicht sollte ich... Jetzt hör mal zu. Ja, okay. Führt auch wieder zu nichts, schade. Ich leg mich mal gerade eine Runde hin. Ein bisschen dunkel. Besser. Ha, der sagt nichts. Bandit, noch ein Bandit. Das sind doch alles nur Gerüchte. Verdammte Tat. War doch seine Entscheidung. Wo ist Finn denn hin? Lena. Ich muss weiter. Okay. Hey, du. Nochmal wegen des Attentats. Lass mich bloß in Ruhe mit der Scheiße. Fuck. Shit. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts. Was haben wir hier noch? Wichtiger Hinweis. Hat uns vielleicht jemand einen Hinweis hinterlegt?
Hey Leute, Lou ist im Sumpf verschwunden. Wahrscheinlich wurde er von Haien gefressen. Viel schlimmer ist, mit ihm ist auch der Türschlüssel verschwunden. Also, wer ihn findet, kann Lou's Kram behalten. Ah, wir haben den Schlüssel. Na, rechts, 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 links, links, ah, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Was haben wir da noch? Rezept für Lou's Doppelhammer. Aha, was ist das denn? Silberschale, Goldkelch, Silberkelch. Rechts, rechts, rechts. Ah, rechts, rechts, rechts. Links, links, links. Ah, rechts, rechts, rechts. Links, links. Rechts, rechts. Ah. Gut, ich kann seinen Kram behalten. Yay! Na, warte mal, die habe ich noch nicht gesprochen. Logan. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Du suchst nach den Typen, die dahinter stecken, was? Aber ich weiß nichts darüber. Wie sollte ich auch? Zu der Zeit saß ich noch im Sumpf. Wie läuft's bei dir? Naja, wenigstens bin ich schon mal drin. Lucia brennt einen harten Schnaps. Aber Esteban lässt mich nicht in die Mine. Jedenfalls noch nicht. Er hat mir noch eine andere Aufgabe gegeben. Und? Was will er von dir? Es wurde ein Attentat auf Esteban verübt. Er will wissen, wer dahinter steckt. Ah. Esteban glaubt, dass Snuff damit drin hängt. Ich soll ihn im Auge behalten. Ich komme später wieder. Snuff? Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Du hast einen von Estebans Leuten aber er wird sich dir nicht einfach so zu erkennen geben. Du musst schon noch mehr rausfinden. Wusste ich's doch. Eben. Was hat... Da musst du schon etwas... Okay. Wo kriege ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Na, schade. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu ich Todes weiß, ich weiß. Brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine. Die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Natürlich. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Na, da gibt's einiges zu wissen. Gold ist kein Erz. Das ist ein verdammt wichtiger Unterschied. Ich meine, welche Frau hängt sich schon eine Kette aus Erz um den Hals? Beim Hacken arbeitet man von oben nach unten. So kannst du die Nuggets am besten freilegen. Es gibt auch Butler, die es umgekehrt machen, aber das ist ungleich schwieriger. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Klar, ich mache das schon seit über 35 Jahren. Es gibt nichts, das ich nicht erkenne. Bei dir würde ich sagen, du bist ein ganz passabler Schürfer. Yeah, ganz passabel. Nochmal wegen des Attentats. Lass mich bloß in Ruhe mit der Scheiße. Ich glaube, ich hab's verkackt. Naja. Kannst du mir was über das Goldschürfen beibringen? Klar, aber wenn ich dir was beibringe, wirst du mehr Gold schürfen können. Darum frag ich ja. Sicher. Aber wenn du mehr schürfen kannst, ist es doch nur fair, wenn ich einen Teil davon abbekomme. Nun...
Am besten, du gibst mir meinen Anteil im Voraus. Sagen wir 50 Goldstücke. Bring mir was übers Goldhacken bei. Gut. Gleichmäßiges Hacken bringt dich vorwärts. Nichts überstürzen, aber auch nicht beim Hacken einschlafen. Und schlag nicht immer auf die gleiche Stelle. Versuch, um ein schönes Nuggetstück herumzuarbeiten. Befolge das und du bist auf dem Weg, ein wahrer Meisterbuddler zu werden. Das ist mein Ziel. Bist du ein Butler? Wegen der Hose? Nein, ich trage sie nur, weil sie bequem ist. Ich koche hier nur Fleischsuppe. Hier, kannst du ja mal probieren. Die macht stark. Es ist immer wichtig, seine eigene Stärke zu trainieren. Okay. Draußen gibt's viele Gefahren. Wenn du willst, kann ich dir helfen, stärker zu werden. Ja, das brauche ich jetzt gerade nicht. So etwas nicht erlauben. Glaubst du wirklich? Keine Ahnung, sag du es mir. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich hab noch anderes. Komm wieder. Ja, okay. Leibwache. Irgendwann muss es ja so kommen. Alles klar? Pack Esteban an und ich hau dich in Stücke. Das ist ein Statement. So nur Scheiße. Nicht schon wieder. Ja, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Reden wir mal mit Finn. Wegen des Attentats auf Esteban. Wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Ach, nur so. Ich will mit dem Typen reden. Ich will mit den Typen reden. So. Diesmal begehen wir nicht und den gleichen Fehler. Was willst du von ihm? Ich habe interessante Informationen. Ich habe interessante Informationen für ihn. Du steckst doch nicht etwa mit dem Auftraggeber unter einer Decke, was? Ich will Esteban umlegen und suche einen Verbündeten. Damit will ich nichts zu tun haben. Ah, scheiße. Okay, ja, das hatten wir ja schon. Ich lade nochmal gerade neu. An der Stelle. Zack. Attentat. Wegen des Ja? Hast du eine Ahnung? Warum? Ich will mit dem Typen reden. Ich will. So. Ich habe interessante Informationen. Ich habe interessante Informationen für ihn. Du steckst doch nicht. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Gut. Ich werde dir sagen, was ich weiß. Als das Attentat passierte, wollte ich mir von Huno, dem Schmied, meine Spitzhacke abholen. Aber er war nicht da. Und? Er ist sonst immer da. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. So, so. Nochmal wegen des Attentats. Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Gut. Alles klar. Okay. Ja, wunderbar. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. Schon wieder? Ja, schon wieder. Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. Ich habe gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was über das Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten. Was? Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Was soll das werden, hm? Du weißt ganz genau, was das hier werden wird. Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an.
Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Juan, okay. Du verrätst mir erst, wer der Auftraggeber ist. Nein, ich traue dir nicht. Pass auf, die nächste Unterhaltung, die ich führen werde, ist entweder mit dem Auftraggeber oder mit Esteban. Mit wem ich rede, ist deine Wahl. Na gut, ich werde dich mit dem Auftraggeber zusammenbringen. Na geht doch. Aber es passiert so, wie ich es sage, klar? Geh in die Kneipe und sprich mit dem Wirt. Alles Weitere wirst du von ihm erfahren. So, alles ein bisschen finster hier. So, Snuff, mein Freund. Huno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Okay, Snuff war es also nicht. Fisk war es, dieser Sack. Du steckst also hinter dem Attentat? Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Nein, werden wir nicht. Das heißt, du wirst ihn umlegen und seine Position übernehmen. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Nein, wir arbeiten mit Esteban zusammen. Ich will die ganze Sache hier ganz locker über die Bühne bringen, also mit Fisk sterben. Dieser Sack. Hat er tatsächlich versucht, uns auszutricksen. Er soll mir nichts von Pflicht erzählen. Möglich ist alles. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist es? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Gut. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten. Mein Freund. Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Halt die Fresse. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Aha. Ach, ich verstehe. Du versuchst, mich reinzulegen. Na, warte. Wow! Wow! Danke für das Gold, du Held. Okay. Ja, das lief nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Okay, das kennen wir jetzt schon alles. Ja, absolut. Und dann? Willst du und... Nein, ich bin Händler.
Was hast du? Wir werden so dann will du erwähnen. Gut, okay, hoppala. Ach, Esteban, schon ein harter Hund. Das muss ich ihm ja ganz klar sagen. Ja. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So, speichern. Gut, dann geht's hier jetzt sofort weiter. Einen Moment.